Wir begleiten Maike Weimann. Sie ist Koloristin bei der Cine Post Production in München und zeigt uns, wie ein Film die richtige Farbe erhält. Wir haben hier unser 2K-Grading-System, das Baselight 4. Wir haben ein paar schöne Kinosessel für unsere Kunden. Und dann wird hier Szene für Szene der Kinofilm angeschaut und entweder ein schöner Look entworfen oder ein technisch einwandfreies Grading gemacht. Ob nun Kino, Kurz- oder Fernsehfilm, ein Grading ist immer nötig. Denn während der Dreharbeiten lässt es sich natürlich nicht verhindern, dass die Tageszeit voranschreitet. Mit ihr ändern sich auch die Farbverhältnisse. Maike ist dafür zuständig, die Farben der Szenen wieder anzugleichen, sodass der ganze Film eine schöne Linie ergibt. Es gibt dann auch den Fall, dass die Sonne weggeht, dass es regnet, statt die Sonne zu scheinen. Das gleichen wir dann auch an. Wir können also ein kleines bisschen die Sonne scheinen lassen. Auch ein sehr beliebtes Tool ist, dass man einen bestimmten Punkt im Bild herausarbeitet. Dafür machen wir eine Maske. Und natürlich für Kinofilme gilt es dann, einen Look zu finden. Da hat man meist Regisseur, Kameramann, eventuell sogar noch den Cutter mit dabei sitzen, die dann mithelfen, dass man für einen Film eine schöne Geschichte auch mit den Farben erzählt. Um ein Gefühl für den gesamten Film zu bekommen, schaut ihn sich Maike vorher mindestens einmal komplett an. Es ist wichtig zu wissen, was in den jeweiligen Szenen eigentlich so los ist. Wenn zwei Leute am Tisch im Restaurant sitzen, reden die gerade drüber, wie das Wetter ist? Oder ist das eine große Liebesszene? Wollen die Essen bestellen? Ist das lustig? Und natürlich kannst du mit den Farben romantisch, stimmst du das Licht ein bisschen, machst es vielleicht ein bisschen wärmer. Wenn die sich streiten, dann kannst du das Licht im Verlauf des Dialoges kälter machen. Also man kann das Grading nicht wirklich von den anderen Komponenten eines Films trennen. Das muss ja am Ende alles zusammenpassen. Das muss ja ein Gesamtwerk werden. Dabei unterstützt sie auch immer der Kameramann, mit dem sie optimalerweise schon während der Produktion in engem Kontakt steht. Mit ihm gestaltet sie den vorgesehenen Look des Films. Man ist als Kolorist eigentlich das Bindeglied zwischen dem Künstlerischen und dem Technischen. Man muss immer solche Geräte beherrschen können, sprich man darf keine Angst vor Computern haben. Das Künstlerische besteht darin, das, was sich das Team hinter dem Film vorstellt, mit Hilfe der Technik auf das Bild, egal ob Monitor oder Kinoleinwand, zu übertragen.